Okay. Testing, testing, 1, 2, 3. Check, check. Ich denke, es war eine sehr, sehr schwere Saison. Wir haben sehr schwach begonnen am Anfang, hatten mit vielen Problemen zu kämpfen, Verletzungen, mit einem neuen Coach. Das ganze Team war eigentlich fast neu. Wir mussten erst zusammenfinden. Und ich glaube, jeder musste seine Rolle finden. Und ich denke, wir haben uns aber im Laufe der Saison sehr, sehr gesteigert, in der Defense immer besser zueinander gefunden und einfach als Team agiert. Ich glaube, die Saison hat mich als Mensch und auch als Spieler um einiges besser gemacht, weil ich viel über Basketball gelernt habe und über Teamsport im Generellen. Einzelne Situationen, ich fand unser Heimspiel gegen München war für mich persönlich so eins der Highlights. Da waren wir wirklich extrem fokussiert. Wir haben wirklich eine knallharte Defense gespielt. Ich konnte in dem Spiel persönlich viele gute Blocks für Jimmy setzen. Das hat mich sehr gefreut und das hat viel Spaß gemacht. Und abseits des Felds, ich meine, muss ich die Jungs nur angucken. Wir haben genug super Charaktere im Team. Da gibt es eigentlich für jeden eine Geschichte zu erzählen. Da will ich gar keinen richtig rausheben. Aber es war von der menschlichen Komponente her war es ein ganz, ganz besonderes Team. Und der Charakter, den dieses Team hat und was uns ausgezeichnet hat, das war was ganz Besonderes. Und dafür war natürlich jeder Einzelne, der Teil dieses Teams ist, hat dazu beigetragen. You know, this is a season of, I could say, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, you know. I mean, at one point, you know, like I said, we lost at home to Göttingen. That was tough. No disrespect to Göttingen, but 10 days before that, we knocked off one of the best teams in Europe at home. You know, I just tell them, like, you know, but anything can happen, really. I mean, that kind of summarizes this whole season. You know, I came to the team middle of December. I think the team was 3-9 when I arrived. I know they had some tough times before. You know, I wanted to come in, help kind of turn those things around. Being a part of this experience, going from 3-9 to one game out of the playoffs, I mean, this short 5 months has had so many emotional up and downs, I think, through the year, through practice and everything. I mean, it's been an honor to be a part of. Ich denke, mir wird in Erinnerung bleiben, wie Muli vor dem Tübingen-Spiel zu mir kommt und mir gesagt hat, du wirst starten. Und ich glaube, also da wurde ich erstmal tierisch nervös und war aber sehr, 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 sehr angespannt, aber das war, glaube ich, der Moment, der mir immer in Erinnerung bleiben wird, diese Saison. Na, ich denke, in der Phase im Dezember, gerade das Spiel gegen Göttingen, wo wir da mit 6 Mann aufgetreten sind und es dann gewonnen haben, 17. gegen 18., also eigentlich eine ganz, ganz seltsame Situation und wir irgendwie das Spiel gewonnen haben, hat uns schon gezeigt, okay, wir können was erreichen, wenn wir nur wollen, wir können was schaffen, wenn wir es wollen. Und das hat so ein bisschen dann auch so der Wendepunkt, ist für uns so der Wendepunkt gewesen und danach haben wir uns dann auf unsere Defense konzentriert und haben dann einfach dadurch viele Spiele gewonnen und dann hat man auch gemerkt, wie so die Mannschaft Spaß daran gefunden hatte, die großen Teams zu ärgern, die höher standen, immer gute Defense zu spielen und dann kamen auch die positiven Resultate. Also ich glaube, da in der Zeit, wo es uns eigentlich am schlechtesten ging, war auch gleichzeitig die Zeit, wo das geschaffen, dieses geebnet wurde für dann eigentlich einen ganz guten Aufholjagd in der Rückrunde. You know, Bamberg is that team with the bullseye, you know, on their back every game. You know, going into it, you know, before the game, you know, I always remember I heard them talking. They were like, you know, last time I checked, they're, you know, they're not first in the league like we are. You know, we're the better team. And we heard them say that in the hallway before the game. And right there, it just, like, to me, it just clicked. Like, you know what? F these guys, you know, they're coming to our place, disrespecting us. And so, I mean, that felt good to go out there and get that win.
Also ich denke, Fabian konnte vor allem halt in der Pro B zeigen, was er eigentlich für ein Leistungsvermögen hat. Dass er eigentlich ein sehr, sehr viel flexibler Spieler ist, als großer Spieler, athletisch, kann werfen und auch schon in der Pro B natürlich als Captain seine Führungsqualitäten gezeigt hat. Jimmy hat mich dieses Jahr fast mit am meisten beeindruckt, wie man merkt, wie wichtig ihm Frankfurt und dieser Club ist. Ihm ist das persönlich sehr, sehr nahe gegangen, als wir in sportlich nicht erfolgreich waren. Und er hat sich, glaube ich, extrem in diese Situation reingesteigert. Und was daraus entstanden ist bei ihm in seinem Spiel als Führungspersönlichkeit und als jemand, der Verantwortung übernimmt, war eigentlich unglaublich. Er hat uns wirklich viele Spiele gewonnen. Er hat so gut gespielt, so konstant gespielt. Und es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen wie dieses Jahr. Ja, Falco, ich glaube, Falco und mich verbindet was Besonderes so ein bisschen. Ich glaube, wir kennen uns schon eine Weile. Hab mich sehr gefreut, hier mit ihm, also ihn hier in Frankfurt zu treffen und mal mehr mit ihm zu tun zu haben. Auf dem Feld, er war der Point Guard in der Pro B-Mannschaft. Er hat da gezeigt, dass er ein sehr, sehr athletischer Spieler ist, aber auch schon die gewisse Finesse hat in seinem Spiel. Und einfach außerhalb des Felds sind wir einfach gute Freunde geworden und ich hoffe mal, dass es auch eine Weile noch so bleibt und wir uns immer häufig sehen werden. Tim als Spieler ist extrem talentiert, er macht viele Dinge richtig und es ist eine Freude, ihm zuzuschauen, wie einfach ihm manche Dinge einfach fallen auf dem Basketballcourt. Ich denke, er hat dieses Jahr auch eine gute Entwicklung gemacht, was ich jetzt nicht unbedingt, das hatte ich auch schon mal gesagt, an den Punkten oder so, an seinem Punkteschnitt festmachen lässt, sondern eher daran, wie er die Kleinigkeiten spielt, wie er sich in der Defense verbessert hat. Und als Mensch ist er aber die totale Katastrophe. Ich rede gerade über dich. Geh weg. Geh weg. Ich muss über dich reden, ey. Hau auf. Du sollst das gar nicht hören, ey. Nein, man sieht, er ist... Man kann viel Spaß mit ihm haben, er ist ein absolut froher Zeitgenosse mit so einem ganz tollen, natürlichen, fröhlichen Ausstrahlung. Oh, Tez, what's there to say about Tez? A very funny guy. His demeanor on the court is completely different than what he is like off the court. You know, Tez is a mean, tough nose, high energy guy, but you get him off the court. He's one of the goofiest guys I know. He knows every movie quote, every TV show quote. Tez is a funny guy and, you know, we share laughs and movie quotes all the time on and off the court. Michael, als Person außerhalb des Feldes habe ich ihn immer als sehr, sehr offen und freundlich, nie schlecht gelaunt. Auf dem Feld, ich denke, keiner hätte erwartet, dass er so eine tolle Saison spielt. Durch die Verletzung von Justin ist er zu unserem Starting Point Guard geworden und hat einfach seine Qualitäten gezeigt, genau von der Dreierlinie als Aufbauspieler das Spiel gut geführt. Und ich denke, keiner hätte es erwartet, dass er so gut hier spielen wird. Ich bezeichne Joe als Spieler, und das möchte ich nicht falsch verstehen, ich finde, er ist so sehr solide. Und ich glaube, solide ist manchmal so ein bisschen fast neutral oder negativ behaftet, aber ich meine das in dem positivsten aller Sinne. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was Joe nicht macht. Und er die ganzen Kleinigkeiten, die man als Spieler machen muss, die bringt er aufs Basketballfeld. Und wir haben eine Unterhaltung gehabt, was man eigentlich braucht, um in der BBL erfolgreich zu sein. Und ich meinte, dass man muss als Team über eine ganze Saison eigentlich solide und konstant spielen. Und wenn jedes Team mehr Joe Herbers in ihrem Reihen hätten, dann wird das jedes Jahr gelingen. Man. Awesome.